So, dann wollen wir mal nach Großbritannien schauen zur Feier der Woche. Buckingham Palace oder Downing Street. Womit fangen wir an? Downing Street, alles klar. Die erholen sich ja gerade in der Downing Street, erholen die sich vom kleinen Trump. Boris Johnson halt noch nach. Sein politisches Vermächtnis ist sehr überschaubar. Let's make Great Britain small again. Ja, das hat auch ganz gut geklappt. Seit dem 1. Januar 2021 ist Großbritannien eine einsame Insel. Aus British Island wird jetzt politisch Island. Muss man sich mal vorstellen, die Briten haben ohne Not, quasi aus Versehen, haben sie den Brexit gewählt. Die eine Hälfte wollte ihn gar nicht und die andere weiß gar nicht, was das bedeutet. Ja? To get Brexit done. Das klingt ja so, als ob man nur den Müll runtertragen müsste. Die spinnen, die Engländer. Jetzt fehlt nur noch, dass sie mit der ganzen Insel ablegen und wegschwimmen. Kein Mensch weiß da, wie es weitergehen soll. Ja, und der Mann, der es am wenigsten wusste, den hatten sie als Premierminister. Ausgerechnet dieses kleine, charakterlose Trüffelschwein. Ihm gefolgt ist jetzt eine ähnlich gefestigte Persönlichkeit, Liz Truss. Sie war übrigens die Letzte, die die Queen lebend gesehen hat. Ich will da keinen Zusammenhang herstellen, aber Liz Truss wäre gerne eine Iron Lady. Aber bisher fiel sie nur als Polit-Pudding auf. Erst war sie gegen den Brexit, um Großbritannien zu schützen. Dann war sie für den Brexit, um sich selbst voranzubringen, zu schützen. Sie war erst gegen die Monarchie. Dann war sie plötzlich für die Corgis, die Hunde. Das ist verrückt. Eine Frau, der man nicht allzu viel zutraut. 86% der Briten glauben, dass sie es nicht kann. Und sie hat in der Regierungserklärung gesagt, sie will diese hohen Erwartungen auch erfüllen. Mir tut es wahnsinnig leid, was aus diesem Land geworden ist. Ja, ich bin so ein bisschen traurig, wenn Sie schon mal da waren in England. Also ich meine, es ist wunderschön. Es ist wirklich ein Traum. Cornwall. Ja, Cornwall. Spielen ja auch die ganzen Knutschromane. Es ist schon, also wir sind da ausgestiegen in Cornwall und meine Frau und ich, wir haben uns sofort geküsst. Wir wussten gar nicht, wer das gemacht hat. Ja. Und die Engländer sind auch total nett. Ja, die sind wie wir. Also, naja, nicht ganz, aber schon ähnlich. Ja, die sind schon ähnlich. Also sind schon anders auch, aber irgendwie komisch. Naja, ich habe es auf jeden Fall, ich habe damals noch einen Sprachkurs gemacht, ja, wollte ich unbedingt. Die haben damals noch diesen Parlamentspräsidenten, Order, haben wir alles im Sprachkurs geübt. Alles umsonst, den ganzen Kurs umsonst. Ja, was soll ich noch mit dem ganzen Englisch? Kriege ich auch das Geld nicht mehr zurück. The British Empire. Ja, das war mal ein Imperium. Bis vor 100 Jahren war das ein Weltreich. Ein Viertel der Weltbevölkerung hat damals Englisch gesprochen. Commonwealth hieß das. Oder Commonwealth, Entschuldigung. Commonwealth. Sorry. Jede vierte Person auf der ganzen Welt hat damals gelispelt. Ja, muss man sich mal vorstellen. Oder wie die Queen immer gesagt hat, the empire on which the sun never sets. Frei übersetzt. Auf meine Söhne kann ich mich leider nicht mehr verlassen. Tja, jetzt ist sie nicht mehr da. Niemand hat damit gerechnet, dass die Queen irgendwann mal nicht mehr da ist. Ja? Und da muss ich wirklich sagen, sie war eine außergewöhnliche Frau. Sie war unglaublich diskret, sie war konsequent, diszipliniert. Hunderttausende wollten sie am Sarg sehen und sich von ihr verabschieden. Die Wartezeiten waren irre lang, teilweise über 30 Stunden haben die Leute gestanden. Gut, Prinz Charles hat sein ganzes Leben in der Warteschleife verbracht. Die Queen hinterlässt in der Reihenfolge ihrer Bedeutung 4 Hunde, also diese Corgis, das sind diese rouladenartigen Hunde. Ja. 138 Pferde, wenn ich richtig informiert bin, inklusive Hufkratzer und Sattel, glaube ich. Ja. Und, hätte ich fast vergessen, 4 Kinder. Ja. Also 4 Rentner. Die hatte ein unglaubliches Pech mit ihren Kindern. Ja. 4 Kinder, überlegen Sie mal, 4 Kinder, kein einziges dabei, wo man mal sagt, wow. Es ist wirklich selten. Ja, ich meine, wir haben zu Hause ungefähr genauso viele. Aber
Gut, da geht mal eins daneben, ja, natürlich. Da geht mal eins daneben, aber dann kommt das Nächste. Dann kommt das Nächste, dann ist die Sache wieder in Ordnung, ja. So ist es doch. So eine Pleite, das muss man sich mal, 4 Kinder und eins blöder als das andere. Das ist wirklich also selten, ja. Gut, gehen wir sie mal durch. Ich fange unten an. Prince Andrew. His Royal Perverseness. Spitzname Randy Andy. Ja, hoffentlich kein Andreas hier. Notgeiler Andreas. Die Queen hat ihm alles aberkannt. Alles ist also alles weggenommen. Sämtliche militärischen Ränge hat man jetzt auch neulich gesehen. Ja, er musste sogar den Jugendschwimmer zurückgeben, glaube ich. Der kann froh sein, dass er noch einen Anzug tragen durfte bei der Beerdigung. Ja? Hat er noch Glück gehabt? Im Herbst wollte sie ihn kastrieren lassen. Gut, der Nächste kennen Sie alle hier. Ja? Der mit den Ohren. Der ist ja jetzt befördert worden. Ja? Der wird nie Queen. Ja? Er wird nie Queen. King Charles. King Charles III. King Kotelett, wenn man es genau nimmt. Ja? Die Backen und die Ohren, das ist das Problem. Das sind die Problemzonen bei ihm. Ein Wunder, dass er die Krone überhaupt über die ganze Gemüseabteilung da drüber gekriegt hat. Ja? Ich meine, der war mit über 70, der war über 70 immer noch Prinz. Müssen wir eigentlich zurückküssen in den Frosch? Das Allerschlimmste. Das Schlimmste war, dass er diese alte Kamelle noch geheiratet hat. Ja? Diese alte Schulschabracke ist jetzt Königin, ich fasse es nicht. Ja? Also nicht richtige Königin, die ist, glaube ich, Queen Consort oder Consort, das klingt wie eine Coverband, oder? Wenn alle krank sind im Palast, dann geht die an die Tür, so ähnlich ist es, glaube ich. Also, wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Prinz Edward. Prinz Edward brauchen wir gar nicht, der ist im Keller irgendwo untergebracht, das ist ja egal. Prinzessin Anne vielleicht noch, Princess Anne, ist auch ein komischer Name, ja. Die ist, soweit ich weiß, geschieden, jetzt lebt sie mit einem Pferd zusammen. Das nimmt man sich raus im Adel. Ja. Übrigens die allerbeste von der ganzen Familie, die ganze Truppe, ja, das war immer noch die Mutter von Queen Elizabeth, Queen Mum, konnte man sich gut merken, den Namen, ja. War immer gut drauf, immer fröhlich, auch hier ein bisschen. Ja? Die war richtig gut. Ja? Die hat sich morgens um 4 hat die sich intravenös den Gin reingedonnert. Ja? Without tonic, hat sie mal. Without tonic. Man hat die schon gewungen, da war sie noch nicht am Fenster, hat die schon gewungen. Und die hatte noch den alten Ellenbogen. Ja? Mit dem Edelholzscharnier. Ja? Den hatte die noch. Richtig gut konnte die winken. Beidhändig, kreuzweise. Hier aus dem Auto auch mal raus. Richtig gut. Ja, ja gut, die ist 101 geworden. 101, die hat sie alle abgehängt. Ja, das muss man erst mal schaffen. Wenn ich wüsste, dass ich 101 werde, dann würde ich heute Nacht noch mit Gin anfangen. Also. Prinz Charles ist King Charles. Ich glaube, das wird er nicht lange machen. Ich vermute, in 2 Jahren übergibt er an Boris Johnson. Von wegen United Kingdom. Ja, das ist alles nicht mehr so. Also jeder macht da, was er will. Ja, das merken Sie an allen Ecken. Die Iren sind beleidigt. Die Schotten haben doch auch keinen Bock mehr. Die Schotten, ich meine, die sind sehr eigen, die Schotten. Ja? Und unglaublich geiziges Völkchen. Ja? Da tragen ja die Männer noch die Frauenklamotten aus. Ja? Und das muss man, unten hängt der Dudelsack raus. Ja? Natürlich, immer betrunken, ja? Immer besoffen. Ja? Klar, wenn man mit so einem Rock rumlaufen muss. Immer. Man sagt ja auch, die Schotten sind dicht. Daher kommt das. My dear British people, I will tell you something. Erst wenn der letzte Royal Corgi eingeschläfert worden ist, wenn die letzte Princess of Wales mit ihrem Flötenlehrer durchgeburnt ist, wenn der Buckingham Palace vermietet wird durch Engel und Völker, dann werdet ihr merken, dass eure englische Küche wirklich scheiße schmeckt und Europa gar nicht so eine schlechte Idee war. Cheers!